Hallo liebe Moviepiloten, der Fluch der Karibik-Marathon geht weiter. Ich habe angefangen, über alle Fluch der Karibik-Filme für euch zu sprechen, weil ich das noch nie auf YouTube gemacht habe, noch nie auf Moviepilot. Ich wollte immer mal diese Reihe wirklich auseinanderflicken. Es gab schon mal ein Video zu Jack Sparrow, es gab auch schon mal ein Ranking, aber die einzelnen Filme habe ich noch nie so besprochen. Und da der Harry Potter-Marathon ja so gut bei euch ankam, hey, habe ich eine Umfrage gestartet, welches Franchise soll als nächstes rankommen. Fluch der Karibik hat ganz klar gewonnen. Und es wird jetzt häufiger diese Rewatch-Dinger geben. Das macht mir nämlich wahnsinnig Spaß, die für euch zu produzieren. Und es macht mir noch mehr Spaß zu sehen, wie sehr euch das gefällt. Und wie sehr wir da über diese Reihen sprechen können, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und über den ersten Film habe ich letzten Sonntag geredet. Ich bin ein großer Fan des ersten Fluch der Karibik-Films. Das war für mich ein richtiges Gamble, weil niemand dachte, dass die Nummer das wird, was sie letztendlich wurde. Johnny Depp wurde eine Ikone mit Jack Sparrow. Der Film hat die klassischen Abenteuer zurückgebracht, hat sich nicht zu ernst genommen, aber die Mythologie war dann doch recht seriös stellenweise. Abgesehen davon sind auch immer wieder Horrorelemente eingesickert. Die Kostüme habe ich geliebt. Die Sets habe ich geliebt, diese eigene Welt habe ich geliebt und die Figuren hatten eine sehr gute Dynamik. Das heißt, alles in allem, der erste Fluch der Karibik ist für mich ein wundervoller Blockbuster-Abenteuerfilm. Und wie immer mussten natürlich Sequels veröffentlicht werden. Und ich bin ehrlich, als ich gehört habe, Fluch der Karibik kriegt eine Fortsetzung, ich war etwas jünger. Auf der einen Seite war ich hyped. Ich so, ja, aber den ersten, den kennst du jetzt schon auswendig, denn ich habe ihn damals immer und immer und immer wieder geguckt. Und als ich gehört habe, es gibt eine Fortsetzung, war ich einfach nur froh, erneut in diese Welt eintauchen zu dürfen. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wird die Nummer überhaupt an den ersten irgendwie herankommen können? Das war damals so meine Frage, das waren damals meine Bedenken, weil Fortsetzungen haben es häufig nicht leicht. Und ich habe gehofft, dass sich die Nummer nicht anfühlen wird, als möchte man das Franchise melken. Das Interessante ist, heutzutage spricht man eigentlich immer relativ negativ über die Sequels von Fluch der Karibik. Den ersten, den liebt so ziemlich jeder. Bei den Sequels ist es häufig Hit und Miss. Es gibt fast für jeden da draußen mindestens einen Fluch der Karibik-Film, wo die Fans sagen, okay, der ist nicht mehr meiner. Und es ist ganz witzig, jetzt nochmal zurückzugehen, jetzt nochmal diese Reihe zu sehen. Und ich muss sagen, Fluch der Karibik 2 ist kriminell unterschätzt. Ich finde diesen Film wirklich gut. Es gab schon Sachen, die mir damals sehr gut gefallen haben, aber jetzt, nach all der Distanz, nach all den Jahren, ist Fluch der Karibik 2 besser gealtert. Es ist ein Film, der wahnsinnig, wahnsinnig ambitious ist, wie man so schön sagt. Der wirklich sich wahnsinnig viel traut, der die Charaktere nimmt, weiterentwickelt, neue Figuren einführt. Das gelingt dem Film sogar, die Welt weiter ausbaut und eine spannende Piratengeschichte erzählt. Denn das ist auch für mich der erste Film der Reihe, der eine tatsächliche Schatzsuche ist. Wir haben unterschiedliche Figuren, alle sind hinter demselben Schatz her und alle haben eine ganz eigene Motivation. Das heißt, eigentlich ist dieser Film wirklich ein sehr cleveres Sequel. Ich breche den jetzt runter, so wie mit dem Harry Potter Marathon und so wie im Fluch der Karibik Video. Das heißt, ja, hier wird es zu Spoiler kommen, aber ich gehe davon aus, ihr habt auf das Video geklickt, ihr wisst, es ist ein Rewatch, ihr kennt die Reihe höchstwahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich. Und ja, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Sprechen wir über Fluch der Karibik 2, aka Dead Man's Chest. Fluch der Karibik 2 fängt an, und das habe ich ja schon beim ersten Teil gelobt, dass Gore Verbinski ein Regisseur ist, generell ein Visionär ist, der sich häufig traut, auch etwas düsterer zu werden. Er kommt aus dem Bereich Horror, das hat er schon so ein bisschen bei Teil 1 gezeigt, und dieser Film, Teil 2, fängt wirklich verdammt düster an und zeigt uns auch eine logische Konsequenz von Teil 1. Wir beginnen mit der Hochzeit von Elizabeth und Will und am Ende von Teil 1 gehen wir davon aus, ja, und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Doch wir müssen kurz darüber nachdenken. Aber halt, hat Will nicht das Gesetz gebrochen? Hat Will nicht einen zum Tode verurteilten Piraten befreit? Hat Elizabeth nicht auch irgendwie damit geholfen und sich mit Jack Sparrow verbündet? Norrington, hat der den nicht einfach gehen lassen? Ja, ja, ja und 10.000 Mal, ja, es gibt direkt Konsequenzen. Der Film beginnt
tatsächlich mit einer verregneten Sequenz. Das heißt, diese wunderschöne Hochzeit, die wir uns vorgestellt haben, wird nicht nur durchs Wetter kaputt gemacht, sondern durch die Ankunft von Cutler Beckett, Repräsentant der East India Trading Company. Und er ist ein fantastischer Bösewicht. Er ist wirklich recht diktatorisch drauf. Gegen ihn war Norrington gar nichts. Norrington war nie wirklich ein Schurke. Norrington war ein gesetzestreuer Typ, der Piraten gejagt hat, weil Piraten Kriminelle sind. Der Typ ist ganz anders drauf und wirft Port Royal geradezu auf den Kopf. Er startet eine radikale Hetzjagd und direkt gibt's Haftbefehle für Will Turner, für Elizabeth Swann und natürlich auch für James Norrington, der nirgendwo aufzufinden ist. Ich liebe diese Eröffnungsszene, weil wir ganz klar sehen, alles, was im ersten Teil passiert ist, wird hier nochmal aufgegriffen. Jack Sparrow ist nirgendwo zu finden. Will und Elizabeth nennen ihn auch noch Captain, erinnern Cutler Beckett dran. Den du suchst, der heißt Captain Jack Sparrow. Und zweitens sind sie jetzt die Gejagten. Das finde ich überraschend clever. Selbst ihr Vater ist zurück. Man bringt all diese Nebenfiguren zurück. Aber nichts in dieser Eröffnungsszene fühlt sich in irgendeiner Form erzwungen an oder als hätte man sich krampfhaft eine Geschichte aus dem Hintern gezogen. Dafür gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viel Respekt. Das heißt, die Einführung einer neuen Gefahr. Cutler Beckett. Kein Pirat, nein, Repräsentant der East India Trading Company. Großartig gespielt, großartig umgesetzt, die Kostüme, der Look, die düsteren Farben im Intro, all das liebe ich. Und wir sehen dann wahrscheinlich die grafischste Sequenz je in einem Disney-Film. Korrigiert mich, falls ich mich irre, aber wir machen nämlich weiter mit der Einführung von Captain Jack Sparrow, ohne zu wissen, dass das die Einführung von Captain Jack Sparrow ist. Wir sehen düstere Verliese, wie Leute dort gefoltert werden und in irgendwelche, ich weiß nicht, Folterkammern reingezogen werden. Dann sehen wir sogar, wie eine Krähe einem der Gefangenen ein Auge aushackt. Ich so, wow, das hatte ich total vergessen. Ich hatte total vergessen, dass man das in diesem Film zeigt. Ein Sarg wird ins Wasser geworfen und das ist erneut eine brillante Einführung für Captain Jack Sparrow. Ich habe ja schon sehr detailliert über seine geniale Intro-Sequenz geredet in Teil 1. Und generell, Jack Sparrow kriegt in jedem einzelnen Film eine signifikante erste Szene, in der er eingeführt wird, in der uns gezeigt wird, ja, das ist Jack Sparrow, Baby. Und genau eine derartige haben wir es. Dieser Sarg schwimmt im Wasser, da ist noch eine Krähe, die drauf pickt und bam. Die Krähe wird weggeschossen, Jack Sparrow kommt aus dem Sarg heraus. Er hat diesen Sarg genutzt, um aus diesem Verlies zu entkommen, da er auf der Suche nach einem Schatz war. Diese Szene ist brillant, weil sie alles einfängt, was diese Reihe so besonders macht. Sie ist düster, sie ist teilweise sogar grafisch, gerade für so einen spaßigen Abenteuer-Piratenfilm für die ganze Familie. Aber sie zeigt uns auch den Humor und sie zeigt uns Jack Sparrow erneut als der Typ, der ist. Bisschen verrückt, aber auch sehr clever und Überlebenskünstler. Er hat mittlerweile seine eigene Crew, das wissen wir, er hat die Black Pearl, Zoe Saldanas Charakter, nirgendwo zu finden. Sie hat nie wieder mitgespielt in den anderen Teilen, was ich sehr schade finde. Aber die anderen Figuren, Yoshimi Gibbs ist jetzt mittlerweile seine rechte Hand und er hat wesentlich mehr Screentime. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden sehr gerne. Auch Cotton sehen, wir sehen generell ein paar Piraten aus dem ersten Teil. Das heißt, es gibt eine Kontinuität und Jack Sparrow sucht nach einem Schlüssel. Was er hier genau will, das erfahren wir hier nicht direkt zu Beginn, aber das ist auch das Coole, weil fast jeder Fluch der Karibik-Film hat immer so ein Mysterium. Ein Mysterium, das im Zusammenhang steht mit dem Schatz, mit der neuen mystischen Legende. Und genau das haben wir hier. Das Coole ist, diesmal ist die Crew getrennt. Und ich weiß, euch kotzt es an, wenn ich diese Vergleiche anstelle. Aber Fluch der Karibik 2 war Gore Verbinskis Versuch, The Empire Strikes Back zu machen. Ist ihm das gelungen? Nein, der Film ist definitiv nicht so gut wie The Empire Strikes Back und nein, der Film ist auch nicht besser als Fluch der Karibik 1, aber ich sehe sehr viele Parallelen. Ich meine, kommt schon. All die mir sagen, hör auf andauernd Star Wars mit Fluch der Karibik zu vergleichen, okay, Will Turner ist sehr, sehr, sehr inspiriert von Luke Skywalker. Jung, naiv, sein Vater dient einem düsteren Lord, kommt schon. Elizabeth, die Gouverneurstochter, die aber auch sehr badass ist und eben nicht nur gerettet werden muss und sich weiterentwickelt. Jack, der charmante Anti-Held, der sogar am Ende des zweiten Teils eventuell stirbt und im dritten Teil gerettet werden muss. Kommt schon. Die Parallelen lassen sich hier einfach nicht leugnen. Und genau wie bei The Empire Strikes Back trennt man hier die Crew. Jeder hat seine ganz eigene Agenda, weil wir haben die Figuren schon sehr gut kennengelernt im ersten Teil und
dieser Film macht das, was eine Fortsetzung tun sollte. Die Figuren werden weiterentwickelt. Will gelingt es nämlich, mit Cutler Beckett zu verhandeln. Er muss nicht in den Knast. Elizabeth befindet sich hinter Gittern. Er sagt, er holt sie da raus. Er muss nur etwas von Jack Sparrow finden und es Cutler Beckett bringen. Denn Cutler Beckett hat es abgesehen auf Jacks Kompass. Das fand ich damals ein bisschen komisch, weil im ersten Teil wurde uns suggeriert, dass dieser Kompass einfach nur kaputt ist. Er zeigt nicht nach Norden, deswegen ist er sinnlos. Aber nein, wir finden daraus ein besonderer Kompass. Er zeigt immer auf genau das, was du am meisten begehrst. Und ehrlich gesagt, das ist ganz interessant, weil wenn man sich den ersten Teil nochmal anguckt und schaut, wann immer Jack auf seinen Kompass guckt, macht das Sinn. Das heißt, Will Turner muss Jack finden, muss den Kompass finden, muss ihn überhaupt überreden, ihm diesen Kompass zu geben, damit er den einlösen kann gegen Elizabeths Freiheit. Das ist erstmal Wills Arc im Film. Und dann schneiden wir zurück zu Jack. Und Jacks Arc ist diesmal sehr interessant, weil er sucht ja nach einem ominösen Schatz. Niemand weiß ganz genau warum. Und dann erscheint ihm nachts an Bord seines Schiffes Bill Turner, also der Vater von William Turner, gespielt von Stellan Skarsgård. Okay, der wurde schon im ersten Teil erwähnt als Bootstrap Bill. Der wurde ja von Barbossa und Co. versenkt, denn er war der einzige Pirat, der sich an Jacks Seite gestellt hat, der bei der Meuterei nicht mitgemacht hat. Doch es stellt sich heraus, er ist jetzt ein Sklave von Davy Jones. Er ist Teil von Davy Jones' Crew. Davy Jones ist der Captain der Flying Dutchman. Jemand, der Seelen sammelt. Direkt hier habe ich immer so ein paar gemixte Gefühle. Auf der einen Seite, Stellan Skarsgård ist super in der Rolle. Er sieht klasse aus. Das Kostüm ist so geil. Die Kostüme erneut in diesem Film und die Sets so beeindruckend. Ich meine, ich liebe es, dass er hier so einen Seestern auf der Backe hat, dass er immer mehr zu einem Fischwesen wird, wie alle Mitglieder von Davy Jones' Crew. Das ist cool, auch dass andauernd Wasser aus seinem Mund rauskommt. Er ist sowas wie ein Wasser-Zombie-Fischwesen, aber das Herz ist immer noch am rechten Fleck. Er juckt sich tatsächlich immer noch um Jack, er juckt sich auch tatsächlich noch um seinen Jungen, aber er muss jetzt eine Schuld abbezahlen und die Schuld ist der Dienst auf der Dutchman. Und ich liebe das Gespräch zwischen ihm und Jack. Das Problem, das ich habe, im ersten Teil wurde uns suggeriert, dass William Turner seinem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht. Die sehen sich null ähnlich. Aber der Plot kickt dann tatsächlich ein. Wir erfahren nämlich, dass Jack Sparrow nur an die Pearl gekommen ist, weil er einen Deal mit Davy Jones hatte. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo er seine Seele Davy Jones übergeben muss. Und natürlich will Jack das nicht. Natürlich möchte Jack fliehen. Und wir sehen Jack so ängstlich wie noch nie zuvor. Er kriegt das schwarze Mal, was ganz witzig ist. Also sagt er, okay, wir hauen ab, wir müssen an Land, man wird mich jagen. Und er traut sich auch nicht wirklich seiner Crew zu sagen, was da wirklich Sache ist. Und das bringt mich zu dem einen Punkt in dem Film, den ich nicht gebraucht habe. Diese ganze Kannibaleninsel. Wir sehen, Jack wurde gefangen genommen. Okay, die Schauorte sind schön, die Insel sieht toll aus, es gibt ein bisschen guten Slapstick und so weiter und so fort. Und Jack haut auch erneut seinen Satz raus. Das ist der Tag, an dem ihr beinahe Jack Sparrow gefangen hättet. Hätte ich alles nicht gebraucht. Diese ganze Nummer zieht sich ein wenig. Sie ist nur dafür da, damit wir ein paar Jokes haben und damit Will Turner Jack ausfindig macht. Doch ansonsten hätte ich diese Szene wirklich nicht gebraucht. Sie zieht sich auch verdammt lange dafür, dass es eigentlich nur ein einziger Witz ist. Der Witz ist, Jack wurde gefangen genommen von Kannibalen und die wollen ihn essen. Das ist es. Die Schauorte nichtsdestotrotz super und auch hier sitzen die Kostüme, alles ist klasse, aber es dauert viel zu lange für diesen einen Witz. Doch dann geht die tatsächliche Handlung los und da macht der Film einfach nur alles richtig. Denn Jack wird in diesem Film auch wieder so dargestellt, wie er eigentlich ist. Er ist kein Held, er ist ein Anti-Held und er ist sich selbst der Nächste. Denn er sieht Will und Will sagt, ey, bitte, bitte, gib mir deinen Kompass, ich gebe ihm Cutler Beckett und dann kriege ich Elizabeth zurück. Und er, ja, aber du willst doch gar nicht meinen Kompass. Was du wirklich willst, ist der Schlüssel, den ich suche, der Schlüssel, der zur Truhe von Davy Jones führt. Denn genau diese Truhe möchte Cutler Beckett eigentlich haben. Und Will, verdammt gute Argumente, ja. Also, geh doch zu Davy Jones, stell dich ihm, sag ihm einfach, du bist hier, um meine Schuld zu begleichen. Und das Witzige ist, Will lässt sich darauf ein, weil Will nun mal blauäugig ist. Sehr konsistent geschrieben mit seinem Charakter und Jack Sparrow hat ihn im Grunde genommen gerade in die Sklaverei verkauft. Ich liebe diese Momente. Aber man sieht, dass Jack kein kompletter Arsch ist, weil wenn er da mit Davy Jones konfrontiert wird und mit ihm redet, probiert er, Will tatsächlich zurückzuholen. Und wie Davy Jones eingeführt wird, wie generell seine Crew eingeführt wird, wie dieser seltsame Dutchman eingeführt wird, ich liebe alles daran. Ich liebe, wie das Schiff aussieht. Ich liebe, wie die Crew aussieht. Ich meine, das Coole ist,
die Crew, das sind alles Verfluchte, das sind alles komische Fischwesen. Aber das Interessante ist, man hat sich wirklich Mühe gegeben, dass es unterschiedliche Charaktere hier gibt. Die sehen nicht alle gleich aus, das ist klasse. Und Davy Jones, sein CGI hält sich bis heute. Der Typ sieht grandios aus und Bill Nye gibt ihm auch noch diese fantastische Stimme. Es ist super, ihn in Action zu sehen. Wir erfahren auch sehr schnell, dass Davy Jones nicht einfach nur böse ist, um böse zu sein. Er sammelt nicht einfach Seeleute und bietet ihnen an, ein Leben der Unendlichkeit zu führen auf seinem Schiff, aber in der Sklaverei. Nein, wir erfahren, was seine Motivation ist. Er war mal verliebt, ihm wurde das Herz gebrochen. Dann hat er sich im Grunde genommen sein Herz rausgeschnitten und wurde zu einem Monster. Das erinnert extrem an Bram Stokers Dracula. Ja, er ist im Grunde genommen Piratenungeheuer Dracula. Er ist die Disney-Version von Dracula und ich liebe es. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er ganz traurig und wild auf einer Orgel spielt. Es ist so toll inszeniert. Ich liebe die Sequenzen mit ihm. Der Soundtrack, der Score, ist diesmal von Hans Zimmer. Ihr hattet recht, es war Klaus Badelt in Teil 1, aber Hans Zimmer hat hier übernommen. Die Jack Sparrow-Musik ist nicht so gut wie in Teil 1. Doch alles, was dann auf diesem Schiff passiert mit Davy Jones und Will, ist klasse. Weil Wills Arc war eigentlich nur, ich will Elizabeth retten. Das war sein Arc schon im ersten Teil. Doch Elizabeth wird mittlerweile selber befreit und begibt sich auf, Will zu holen. Weil auch sie probiert, mit Cutler Beckett zu verhandeln. So, sie sagt, okay, was ist, wenn ich diesen Kompass bringe? Will hat sie anscheinend nicht hinbekommen. Sind wir dann frei? Und er, jupp, dann seid ihr frei. Also erlebt sie ihr ganz eigenes Abenteuer. Denn Will hat einen ganz anderen Arc. Er wird endlich mit seinem Vater konfrontiert. Er lernt seinen Vater kennen, der ihn auch direkt auspeitschen muss als Strafe. Und die beiden bonden tatsächlich. Das sind wirklich starke Szenen an Bord der Dutchman. Währenddessen gelingt es Elizabeth über Umwege nach Tortuga. Genau dort will jetzt auch Jack hin, weil was will Jack machen? Er will lauter Suffköppe rekrutieren, die er dann an Davy Jones übergeben kann. Er hat genau 3 Tage Zeit, 100 Seelen zu sammeln. Und das ist einfach nur witzig. Diese ganze Sequenz in Tortuga, grandios. Ich mochte Tortuga schon im ersten Film, aber vieles, was der erste aufgebaut hat, wird hier noch besser gemacht. Ich meine, dafür, dass es ein Sequel ist und dafür, dass diesem Sequel häufig unterstellt wird, nur so eine Cash-Cow zu sein, nein. Man hat hier wirklich sehr viele fantastische, kreative Ideen. Es gibt so eine komplett geniale Barschlägerei in Tortuga, die so geil choreografiert ist. Dieses choreografierte Chaos macht so viel Spaß und es bringt uns Norrington zurück. Nicht mehr Commodore Norrington, einfach nur auch Norrington. Er ist mittlerweile ein Suffkorb, er hat alles verloren. Elizabeth ist mit Will, er hat seinen Job verloren und er will nur noch Rache. Er will Jack Sparrow töten. Und auch wenn Elizabeth ihn findet, tut er ihr leid, weil er war nie ein wirkliches Arschloch. Er hatte einfach Pech im Leben und deswegen zeigt sie Mitleid. Und Jack rekrutiert ihn tatsächlich für seine Bande. Das ist wirklich verdammt witzig, dass er für Jack arbeitet. Das Hin und Her zwischen den beiden. Norrington ist quasi eine ganz andere Figur in diesem Film. Und das macht dieser Film generell sehr richtig. Die Figuren haben sich alle organisch weiterentwickelt. Jack ist immer noch jemand, den man nicht lesen kann. Man kann ihm nicht zwingend trauen. Ich meine, ja, hat er ein Abenteuer mit Will und Elizabeth bestritten und waren die da Verbündete? Ja, das heißt nicht, dass er es jetzt ist. Liebe ich. Norrington, war das dieser gesetzestreue Piratenjäger? Ja, aber jetzt hat er alles verloren und ist etwas tragischer. Elizabeth ist nicht die Standard-Gouverneurstochter. Sie hat schon immer ein Faible für Abenteuer gehabt. Das heißt, wenn jetzt ihr Geliebter in Gefahr ist, wird sie direkt ins nächste Abenteuer springen, um ihn rauszuholen. Und das Gleiche muss man für Will sagen, der auch einfach nur derjenige sein könnte, der Elizabeth retten möchte. Aber nein, er wird vielmehr mit seiner Familiengeschichte konfrontiert, mit der Familiengeschichte, ein Pirat zu sein, konfrontiert. All das liebe ich. Jack möchte nur eins, er möchte tatsächlich die Truhe von Davy Jones finden. Er hat nämlich einen Ratschlag bekommen von Tia Dama, so einer alten Voodoo-Lady, die ihm übrigens auch die ganze Geschichte von Davy Jones erzählt hat. Er war verliebt, er war eigentlich mal ein anständiger Mann, er hat sich in eine wunderschöne Frau verliebt, die er nicht bändigen konnte. Sie und das Meer, sie und die See waren quasi ein und die gleiche Figur und genau deswegen ist er zu diesem Monster geworden und ich liebe die Szenen bei Tia Dama in der Hütte. Nicht nur ist das Set cool, das ist Naomi Harris, man erkennt sie in dieser Rolle nicht, sie ist brillant, sie ist grandios. Und es gibt ja auch ein paar kleine Easter Eggs, wenn man ganz genau hinschaut. Zum Beispiel der Affe, der untote Affe aus dem ersten Teil. Er ist immer noch untot, weil in der Post-Credit-Scene hat er erneut Aztekengold geklaut. Der flitzt irgendwie so ins hintere Zimmer und da sehen wir einen Stiefel. Und da wird sogar nochmal reingezoomt. Ich so, ha, das ist ja clever. Ich weiß ja, was am Ende passieren wird, aber
Es ist mir damals gar nicht aufgefallen, dass das schon so derartig vor meinen Augen alles sich abgespielt hat. Sie gibt ihm auch ein Glas voll Dreck, was für ein paar sehr geniale Witze sorgt. Das ist generell. Ein paar der Jack Sparrow-Witze funktionieren richtig gut. Ich finde, am wenigsten funktioniert es, wenn es einfach nur recycelte Witze aus dem ersten Teil sind. Wie zum Beispiel, wenn er da an Bord seines Schiffes ist und die Rumflasche anhebt und sagt, warum ist der Rum immer weg? Ich so, ja, das ist der gleiche Gag aus dem ersten Teil. Aber diese ganze Nummer mit dem Glas voll Dreck fand ich wirklich sehr witzig. Jack will jetzt die Truhe finden von Davy Jones, weil hinter dieser Truhe ist jetzt im Grunde genommen jeder her. Jeder hat einen Grund, das Herz von Davy Jones finden zu wollen. Jack Sparrows Motivation, ganz einfach. Davy Jones hat eine Krake. Diese Krake wird sich Jack Sparrow krallen und ihn in die Unterwelt ziehen. Das heißt, er will das Herz finden. Mit dem Herz kann er Davy Jones kontrollieren und ihn dazu bringen, diese Krake entweder zu töten oder zumindest zu beschwichtigen, und das ist Jack Sparrows Ziel. Norrington erkennt, dass diese Truhe und dieses Herz ihm sein Leben wiedergeben könnte. Warum? Nun ja, er gibt das Herz Beckett und daraufhin kriegt er seinen Job zurück. Und genau das will er eigentlich machen. Will hat die ehrenhafteste Motivation. Er war nämlich lang genug an Bord der Dutchman und er möchte seinen Vater befreien. Das bedeutet, er möchte das Herz finden, Messer reinrammen. Wenn er das tut, ist Davy Jones tot und sein Vater frei. Und all diese unterschiedlichen Motivationen kollidieren auf einer Insel. Und diese Szene ist großartig. Diese Szene ist eventuell eine meiner Lieblingsszenen im gesamten Fluch der Karibik-Franchise. Jack, Elizabeth und Norrington kommen nämlich auf einer Insel an, buddeln die Kiste aus und generell, diese Insel sieht einfach nur traumhaft aus. Erneut, kein CGI, echte Schauorte. Wundervoll. Aber Will kommt genau zum passenden Zeitpunkt an und sagt Elizabeth, ja, übrigens, Jack hat dich total angelogen, total beschissen. Er hat mich tatsächlich in die Sklaverei verkauft. Diese ganze Sequenz ist einfach nur extrem witzig und auch Adrenalin geladen, weil dann kommt es zu dem Fight zwischen den drei Figuren. Jack, Norrington und Will haben den besten Dreikampf ever. Und ich meine, sie hauen sich in einen Glockenturm, letztendlich sind sie sogar in so einem riesigen Rad. Das ist alles derartig spaßig, so cool choreografiert und so toll gefilmt. Ich liebe diese Sequenz. Als wäre das nicht genug, wird Elizabeth dann noch mit, wie heißen die, Pinty und Rigetti? Ich vergesse den Namen, Pinty? Nein, Pinter? Ich weiß es nicht. Die beiden Piraten von Barbossa aus dem ersten Teil, die sind nämlich auch zurück. Anfangs habe ich mich gefragt, brauchten wir die wirklich zurück? Die sind ja nur für ein paar Gags da. Aber ich finde, sie funktionieren ganz gut. Disney hat häufig Comedy-Relief-Charaktere und die beiden haben eine gute Dynamik. Und die beiden wollen jetzt die Truhe klauen, während alle anderen sich drum boxen. Das ist einfach nur fantastisch. Als wäre das nicht genug, greift dann auch noch Davy Jones' Crew an. Und hier gibt es auch erneut ein paar wirklich brillante Bilder. Wenn wir sehen, wie die Dutchman unter Wasser taucht, wie das gefilmt ist, das sieht einfach nur wundervoll aus. Diese Designs für die einzelnen Mitglieder dieser Crew, brillant. Wirklich, wirklich, wirklich brillant. Letztendlich gelingt es Norrington, das Herz zu klauen und wir haben den ultimativen Showdown. Jack will einfach nur noch abhauen und was macht Davy Jones? Er schickt die Krake los, um die Black Pearl zu verschlingen. Genau das passiert. Es gibt einen krassen Showdown mit dieser Krake und auch das Ding gefällt mir. Wir haben so ein gigantisches Kaiju-ähnliches Wesen, so ein Seeungeheuer. Und wie sie das in Szene setzen, wie mächtig das Ding ist, ist klasse. Der Film will größer sein als der erste. Er will spektakulärer sein. Spektakulärer ist nicht immer besser, aber alles, was dieser Film spektakulär umsetzt, setzt er wirklich verdammt richtig um. Liebe ich. Jack Sparrow macht das Gleiche, was er am Ende des ersten Teils gemacht hat. Er fesselt sich nochmal ein Herz, kehrt zurück und sagt, ja, okay, ich lasse die jetzt nicht alle sterben. Und dann kommt der Moment, der wirklich heftig ist. Elizabeth, die schon mal so ein bisschen mit ihm geflirtet hat, was ich ein bisschen komisch fand, tut das jetzt nochmal, aber nur um ihn an Mast zu ketten. Ja, damit Jack sich endlich opfert und alle anderen leben können. Und genau das passiert. Jack Sparrow wird von einer Krake in die Unterwelt gezogen. So endet Jack Sparrows Arc. Ich dachte mir erstmal, wow, ist Jack Sparrow gerade gestorben? Aber das ist ja auch so ein bisschen der Han Solo-Moment aus Empire Strikes Back, wenn er eingefroren wird in Carbonit. Und das bringt uns zu dem Ende. Am Ende sehen wir, James Norrington ist wieder back in action. Er ist bei Cutler Beckett, er gibt ihm das Herz und hat wahrscheinlich sein Leben zurück. So, wow, okay, jetzt ist Norrington böse. Ich meine, er hat einen krassen Arc, er war ein Held, ein gefallener Held, ein schmutziger Pirat und jetzt ist es egal, für wen er arbeitet. Hauptsache, er hat sein altes Leben zurück. Und dann kehren wir zurück in die Hütte von Tiadama. Und was da passiert, fand ich dann auch so toll. Ich weiß, dass die so, alle Figuren haben im Grunde genommen das ausgesprochen, was ich damals gefühlt habe. Ja, Jack Sparrow war zum Schluss doch ein Gentleman und doch ein Ehrenmann und so weiter und so fort. Wenn wir ihn nur zurückbringen könnten und direkt Tiadama.
würdet ihr es tun? Ich so, was, das funktioniert in der Welt von Fluch der Karibik, Tote zurückzubringen? Und sie erzählt dann, ja, also wenn ihr wirklich bis ans Ende der Welt segelt, um ihn wieder aus Davy Jones Locker zu holen, braucht ihr einen Captain. Und ich so, halt, wen meinen die denn dann? Und man sieht nur, wie Schuhe runterkommen. Ich so, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Barbossa ist zurück. Barbossa ist zurück. Komplett mit seinem Affen. Es waren die Schuhe davor in der Cabin. Das ist großartig. Jeffrey Rush war für mich so ein Scene-Stealer in Teil 1. Und ihn jetzt nochmal zu sehen als der schockierende Cameo. Heftig, heftig. Und das Coole ist, man hat es dem Cast nicht gesagt. Wenn man sich Orlando Blooms Gesicht anguckt, der war selber überrascht. Man hat ihm nur gesagt, ja, jetzt kommt ein Captain, der euch dahin fahren wird. Die wussten nicht Bescheid, dass Jeffrey Rush zurück ist, dass Barbossa zurück ist. Das ist wirklich cool. Sehr cleverer Einfall von Gore Verbinski. Und ja, der Film endet mit einem Cliffhanger, weil Teil 2 und Teil 3 back-to-back gedreht worden sind. Generell mag ich diesen Film wirklich verdammt gerne. Er ist so viel besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Der ganze Sideplot auf dieser Kannibaleninsel, den hätte der Film nicht gebraucht. Deswegen, er hätte auch so 20 Minuten kürzer sein können. Aber alles andere stimmt wirklich. Wir haben wirklich so eine spannende Schatzjagd. Wenn ich an diese richtigen Piratenabenteuer denke, wo es einfach darum geht, unterschiedliche Figuren zu haben. Alle sind hinter dem gleichen Schatz her, aber alle haben auch eine sehr eigene Motivation. Und wir haben Spaß mit der Sache und wir haben Fantasy bei der Sache. Das ist Fluch der Karibik 2. Das macht Fluch der Karibik 2 wirklich noch besser als Teil 1. Weil in Teil 1 ging es nur darum, die einen wollen den Fluch brechen und die anderen wollen Elizabeth Swan befreien. Und Jack möchte sein Schiff zurück. Hier gibt es so viel mehr. Wie gesagt, jeder ist hinter dieser Truhe her und jeder hat eine ganz eigene, coole Motivation dafür. Die Effekte halten sich bis heute. Die Kostüme, Set-Designs, die Action, wie alles gefilmt ist, wie alles aussieht, der Look, das schön gespielt wurde zwischen düsternen Bildern und gleichzeitig farbenfrohem Disney-Spaß, ist einfach nur klasse. Fluch der Karibik 2 ist so, so, so viel besser, als ich in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn noch höher setzen würde, falls ich das nochmal ranken würde. Aber definitiv bin ich froh, ihn nochmal gesehen zu haben. Bin jetzt wirklich heiß auf Teil 3, weil mir sehr viele von euch schreiben, Teil 3 ist euer Lieblingsfilm. Vielleicht wird das jetzt auch nochmal meiner, weil ich muss echt drüber nachdenken, ob ich 2... Ich kann ihn nicht über 1 setzen, weil 1 hat das bessere Pacing. 1 erzählt die bessere Geschichte in sich geschlossen. Teil 2 ist aber wirklich verdammt unterschätzt. Ich frage euch, wie steht ihr zu Fluch der Karibik 2 Dead Man's Chest? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.